Hallo Leute, endlich ist es soweit. Ja, viele haben darauf gewartet. Real Life Online, wann kommt der Roleplay Server endlich online? Ich kann euch was sagen, ab jetzt ist die Bewerbungsphase aktiv. Das heißt, ihr könnt euch jetzt bewerben und ja, alle Infos werden wir hier jetzt mal auspacken, meine Lieben. Das ist die Startseite reallifeonline.net. Einfach mal eingeben. Unten in der Beschreibung ist natürlich auch der Link. Jetzt könnt ihr euch bewerben. So, was ihr dazu alles wissen müsst und machen müsst, werde ich euch jetzt einfach ein bisschen zeigen. Ein bisschen so eine kleine Einführung. Wir sind jetzt auf der Startseite. Hier gibt es ein paar Infos, die man sich reinwuppeln kann. So kleine Informationen über unseren Server. Hier geht's zum Forum. Das ist jetzt das Wichtige. Wenn ihr euch bewerben wollt, dann drückt ihr hier drauf zum Forum, dann gelangt ihr direkt ins Forum. Gut, ich habe mich jetzt hier angemeldet. Ihr müsst euch da theoretisch jetzt noch registrieren, die E-Mail bestätigen, pipapo. Wir sind jetzt hier und im Forum sieht das Ganze so aus. Ihr seht jetzt nicht alles. Ihr seht, glaube ich, nur die allgemeinen Sachen und Serverbewerbung soll offen sein. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar das Wichtigste, Serverbewerbung. Das ist eigentlich das Einzige, was ihr jetzt erstmal anklicken müsst, wenn ihr euch jetzt hier frisch registriert habt. Und da stehen eigentlich alle Infos drin, wie ihr am Real Life Online Projekt teilnehmen könnt. So, wir gehen hier mal drauf. Und hier gibt es schon den ganzen Ordner, Bewerben, angenommene Bewerbungen und abgelehnte Bewerbungen. Da könnt ihr jetzt nicht reingucken, das sehen jetzt nur wir. Hier steht Bewerbungsinformationen und da steht jetzt alles drin, was ihr wissen müsst. So, ich lese das hier mal ein bisschen vor. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr mindestens 18 Jahre alt sein müsst. Da haben wir uns dafür zu entschieden, weil es einfach rechtlich gesehen am besten ist, weil Spiele ist ab 18. YouTube hat was dagegen, wenn man zum Beispiel jemanden nicht 18-Jährigen zum Beispiel in einem Spiel zeigt oder so. Oder man redet ja in-game und dann müsste man theoretisch von jedem unter 18-Jährigen, ja auch wenn man nur 16 oder 17 ist, die Einverständnis der Eltern haben und deshalb haben wir das so gemacht. Wir machen 18 plus und sollten wir mal drauf kommen, dass wenn nicht 18 ist, dann gibt es da Probleme von uns. ganz wichtig ist auch, dass ihr selbst schon mal Roleplay-Erfahrungen mitgebracht habt. Wer noch nie Roleplay gespielt hat, sollte am besten nicht dem Server beitreten, weil wir wollen es nicht jedem unbedingt beibringen, wie Roleplay funktioniert. Also RP müsst ihr auf jeden Fall können. Man sollte auf jeden Fall genug Zeit mitbringen, steht hier auch, damit man auch aktiv am Server mitspielen kann. Weil wir brauchen wirklich Leute, die auch aktiv sind und nicht Leute, die einfach wie Leichen am Server gammeln und einfach nicht da sind. Ne? So, dann brauchen wir auch noch eine Bewerbung mit mindestens, das ist die Mindestanforderung, 300 Satzzeichen, die natürlich auch im korrekten Deutsch geschrieben sind. Also da schauen wir auch drüber und da merkt man dann auch, gut, wer ist jetzt vielleicht nicht ganz 18. Ne? Hier wird dann nochmal das allgemeine Regelwerk des Real Life Online Servers ein bisschen erklärt. Das könnt ihr euch auch, wie gesagt, alles durchlesen. Und die allgemeinen Roleplay-Regeln, die eigentlich eh jeder so mit sich nimmt, der schon mal Roleplay gespielt hat, der sollte das eigentlich eh wissen. Aber wie gesagt, solltet ihr euch bitte alles fein säuberlich durchlesen. So, dann haben wir den Aufbau der Bewerbung. Da könnt ihr euch mal angucken, wie musst du diese Bewerbung eben aufbauen. Das erste ist erstmal der Name, natürlich nicht der Nachnamen, das braucht man nicht. Nur deinen richtigen Namen, dann das Alter, dann hast du schon RP-Erfahrung, pipapo. Und dann wird halt ja alles abgefragt. Und dann muss man hier auch noch beachten, dass das hier alles unter Kopierschutz steht. Also bitte nicht klauen, Leute, wenn ihr eine RP-Community aufbaut. Und hier gibt es einen Ordner, navigiere jetzt zum Ordner Bewerben und erstelle dort ein neues Thema, indem du deine Bewerbung verfasst. So, da gibt es einen Klick. Also ihr müsst auch wirklich die ganzen Punkte durchgelesen haben und dann könnt ihr hier draufklicken, wenn ihr das euch alles durchgelesen habt. Und dann geht es, wie gesagt, schon zu der Bewerbung. Ihr könnt hier ein neues Thema erstellen und könnt es dann einfach betiteln. Wir nennen das Ganze jetzt einfach Bewerbung. Und ihr könnt, wie gesagt, hier noch andere Sachen zutun. Tags braucht ihr jetzt nicht unbedingt bei einer Bewerbung, weil es kommt eh in den einen Ordner rein. Und hier könnt ihr euch jetzt mit eurer Bewerbung komplett ausleben. Das heißt, ihr könnt euch alles dazu schreiben, was, wie gesagt, auch wichtig ist für eine Bewerbung. Also Namen und das ist alles erstmal ist ganz wichtig. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen über eure EP-Erfahrungen was dazu schreiben, welchen Charakter ihr gerne spielen würdet. Und ich muss ehrlich sagen, ich überlasse euch da eher so die Sachen, was ihr da reinschreibt, weil man merkt dann, gut, wer passt jetzt zum RP, wer nicht. Das merkt man dann auch schon, wie derjenige hier was reinschreibt. Ja, wenn sowas stehen würde, dann ist natürlich die Bewerbung aus den ganzen Kriterien schon mal ausgeschlossen. Nee. Also ihr wisst, was ich meine. Eine richtig schöne Bewerbung halt schreiben. Bitte auch fein säuberlich. Zum Beispiel, man hat hier sehr viele Funktionen, man kann eine Liste schreiben und so weiter. Also ihr könnt euch da wirklich ein bisschen selber auskünsteln, kann man sagen. Ja, künstelt euch da ein bisschen aus, Leute. Und wenn das Ganze dann eingeht, dann ist das so. Wir werden uns das alles durchlesen. Und die Leute, die dann angenommen werden, bekommen dann eben eine Nachricht, du wirst angenommen. Und die, die halt nicht angenommen wurden, die werden dann halt abgelehnt. Und dann bekommst du halt eine Nachricht, du wurdest leider nicht angenommen. Und wie das dann weitergeht, ist so, der Server wird jetzt nicht direkt online sein, sondern der wird erst in 2 Wochen bis 4 Wochen, kann es jetzt dauern, bis wir den Server wirklich dann wirklich starten, weil es ist nur Bewerbungsphase.
Es kann sein, dass wir danach auch, wenn wir genug Bewerbungen haben, die Bewerbungsphase wieder schließen und den dann erst später wieder öffnen. Also dann ist die geschlossen und kommt später wieder. Und dann wird das auch so abrennen in der Zeit, also in diesen 2 bis 4 Wochen. Wenn ihr durchgekommen seid bei der Bewerbung, dann wird es mit jedem von euch ein Gespräch geben. Und dann wird nochmal alles zusammengefasst und ab da an wird dann auch entschieden, ob du jetzt auch wirklich dabei bist oder nicht nach diesem Gespräch. Und dann geht's los, dann kannst du mitzocken. So, soviel zu den Infos zu dem Server. Ich hoffe jedenfalls auf ganz viele nette Bewerbungen von euch. So viel zu der Bewerbung. Ich glaube, es ist alles gesagt. Und wie gesagt, wenn ihr euch jetzt bewirbt, bitte seid wirklich über 18, weil wir filtern alles raus, was unter 18 ist. Und auch wenn ihr schreibt, ihr seid über 18, wir kommen da irgendwann drauf, dann gibt es halt ein Problem, ne? Und das wollt ihr nicht, das wollen wir nicht. Und ich glaube, so ist das am besten, wenn ihr wirklich 18 seid, kommt auf den Server oder 18 plus. Und so hat jeder dann daran Spaß. So, dann würde ich sagen, war es das aber für heute. Liebe Leute, vielen Dank für alle, die jetzt sich das Video angeguckt haben und jetzt dem Roleplay-Server vielleicht beitreten wollen. Ja, lang dauert es nicht mehr. Ich freue mich auf jeden Fall. Bewerbungsphase startet ab jetzt. Also, schön bewerben. RealLifeOnline.net. Haut rein. Ich verabschiede mich und ein wunderschönes Tschüssikowski.